Herzlich willkommen zurück zu Mafia in der Definitive Edition. Letztes Mal waren wir gemütlich essen mit dem Don. Mal gucken, was uns heute erwartet bei dem ja doch wieder ansteigenden Bandenkrieg. Erstmal zumindest noch nichts. Geburtstag, Happy Birthday 1935. Wir stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Morello hat versucht... Ey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Das ist klar. Ein Mordanschlag auf den Don, das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Ab jetzt wird's hässlich. Hat ja Morello letztes Mal auch schon gesagt. Hat noch keinen Ärger gehabt. Noch. So, wo kommen wir denn hoch? Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Nee. Ich hoffe, du bleibst anständig. Erstmal. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Ach ja, die Bootsmission. An die erinnere ich mich wiederum. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Und zwar ganz gemütlich. Also zumindest, dass es eine auf dem Boot gab. Genau. Ja. Das alles ablief, das weiß ich natürlich auch nicht mehr. Aber eigentlich ganz schön, wenn man da so ein bisschen dann auch wieder Zeug vergessen kann. Na, das ist doch wieder viel spannender eigentlich, das hier nochmal alles zu erleben. So, machen das Auto hier. Oh. Auf geht das. Diesmal sind wir allein unterwegs, das heißt, es redet uns keiner voll. Okay, aber ich bin gespannt, wie das jetzt auf dem Boot ist. Erstmal unbewaffnet, Waffe holen
und dann, ups, auf den richtigen Moment warten. Möglichst nicht so mit der Maus ruckeln. Lost Heaven Line. Okay, dann sind wir ja schon quasi da, ne? Da vorne sehen wir schon die Kräne. Sehr gut, dann ist das nicht so weit weg. Generell ist ja die Stadt hier auch nicht so riesig. Ist auch jetzt keine Open World, wo es sich lohnt, hier groß durch die Gegend zu fahren, glaube ich. Man wird ja an alle wichtigen Punkte durch die Mission geleitet. Ich muss sagen, ich genieße es mal wieder so, auch so ein etwas wie ein Jahresmissionsdesign zu haben hier, Kapitel an Kapitel. Das hat schon was. Werden wir. Diese Fahrten bräuchte ich nicht unbedingt. Ne? Eigentlich würde es mir auch reichen, wenn man einfach diese Sprünge dann dahin hat. So. Naja, die werden sich schon nicht beschweren, dass ich sie zugepackt habe. Die wissen ja, wem das Auto gehört. Hey. So. Wir kommen zur Geburtstagsfeier. Dann wissen sie besser nicht, wem das gehört. Partyzeitplan. Roberto Gilotti lädt sie ein zu einem prächtigen Geburtstagsfest an Bord der Lost Heaven Queen. Beginn 15 Uhr, Abfahrt 16 Uhr, Getränke und Essen 16 bis 19 Uhr, Rede und Feuerwerk 19 Uhr, Unterhaltung bis in die Nachtstunden. Problem an so einer Party ist natürlich, man kann nicht gehen, wenn man keinen Bock mehr hat. Kapitän William R. Porter und die Crew der Lost Heaven Queen bringen uns auf den West River, dann an Central Island vorbei und an die luftigen Höhen von Beach Hill. Sie können die malerische Aussichten auf St. Paul Coast genießen, während wir auf die Feuerwerksboote zusteuern, die den Abend spektakulär ausklingen lassen. Ja. Trotz des Verlustes seines Sohns. Er wird in der Stadt aufholen. Du bist eingeladen. Miss Terrence. Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was an den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Als ich noch klein war, habe ich dort immer nur Hinweis? Oh, und immer hier wieder so ein Ding hier mit. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ach, da ist er. Stylisch. Nee, hier komme ich nicht raus. Wir müssen nach hinten rausgehen. Na gut. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Wie richtig immer. Schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Na dann, bist gehen du wir an Bord. Hat ganz schön gedauert. Ja, ich bin der Neue. Und? Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Dieser vielsagende Blick. Los. Tja. Und da hat sich das Spiel beendet.
Wir sehen uns gleich wieder. Gib einen kleinen Cut. Los! Ja, da sind wir wieder. Und hoffen mal, dass diesmal alles glatt geht. Jawohl. Hey, hast du es bald? Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Machen wir. Ach doch, der sieht ganz nett aus mit der Sonne, aber irgendwie noch nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht wirklich warum. Na gut, frage die Crew nach dem Bootsmann. Gucken wir mal. Kenne ich dich nicht irgendwo her? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Das war schon mal nicht. Reinkommen wir da nicht. Kommt man hier rein? Könnt ihr hier einfach durchs Fenster gehen? Aber wir können auch durch die Tür gehen. Ja, ist ja gut. Ja, der gehört doch zur Crew. Den kann ich nicht fragen. Die Verbandskasten. Okay. Ja, mache ich ja. Aber wir wissen schon mal, dass hier ein Verbandskasten ist. Hier tummelt sich alles, was Rang und Namen hat. Ja, und wir. Der war gut. Brief von Morello. Mein lieber Freund Roberto, zunächst muss ich mich entschuldigen. Ich kann dein Fest morgen nicht besuchen. Die Spannungen sind heute in der Stadt hochgekocht. Es wäre unklug, mein Gesicht zu zeigen. Einige der Männer, die ich dir zum Schutz geschickt habe, sollten bereits angekommen sein. Wenn ich in Gefahr bin, sind wir alle in Gefahr. Mach dir bitte keine Sorgen und genieße deinen Tag. Salieri wird bald tot und neben Franco Letti begraben sein. Erst dann, nicht davor, werden wir deinen Geburtstag feiern. Und dass Ennio Salieri bereits seinen letzten gefeiert hat. Marco. Ja, das müsste anders kommen. Bitte das Hausmädchen die Vorhänge auf und wieder zuzumachen. Aber glauben Sie da immer noch hier? Gott sei Dank kann meine Mutter das nicht mehr sehen. Ganz sicher nicht. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Kein Problem. Er fehlt mir nicht. Meistens. Tja. Was? Für wen hältst du dich, Kumpel? Ich bin Matrose. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Aha. Das ist doch mal ein Hinweis. Er hat Verbindung, die Loge. Dann waren wir da hinten doch nicht so ganz falsch. Nur im falschen Stockwerk. Spät. Tommy, ja? Die Kanone ist in der Toilette im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Alles klar. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Dann holen wir uns doch mal die Knarre. Na, hier war es nicht, ne? Ne, ist genau ein drüber. Und die Maus ist schon wieder verdächtig nicht an meinem Monitor. Das ist doch wieder nervig. Wenn ich jetzt wieder einmal klicke, dann bin ich gleich wieder raus. Was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügel für den Anfang?
Bin ich dagegen? Oh, alt. Ja, alt. Ich mach dich kalt. Das muss ich denn nochmal. Q, ne? Das tut weh. Oh Gott. Oh, nicht gut. Für ihn zumindest. Weggeschaufelt. Bisschen ärgerlich, dass wir jetzt ein bisschen Gesundheit verloren haben. Aber gut. Kommen wir mit klar. Komm schon. Oh oh. Wo zur Hölle bist du? Ein falscher Schritt. Also Tommy ist auch kein Unbekannter hier, ne? Das haben wir jetzt auch gelernt. So, als nächstes sollen wir nach oben gehen. Guten Tag. Muss ich einmal durch, bitte? Ja, stell dich so an. Diesmal bin ich aber nicht falsch. Ach, schön, hier so ein Blick auf die Stadt. Der Abenddämmerung. Das hat doch was. Amüsieren Sie sich. Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Wir müssen selber schießen, okay? Danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Heaven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ha? Feuerwerk. Ja, wo ist es? Da ist es. Feuerwerk. Das hieß ja, wir brauchen schon eine Menge Glück, wenn wir hier rauskommen wollen. Ich glaube, die kommen hier gleich hoch, oder? Ja. Die kommen hoch. Ah, ich sag's ja, ne? Also die Maus wird nicht gefangen im Spiel. Das ist echt blöd. Hallo. Das ist echt ungünstig. Das hier wiederum ist natürlich jetzt nice, ne? Diese Schießerei im Feuerwerk, das man zwar auch nichts sieht, aber es hat schon Stil. Da lobe ich mir die Minimap. So. Nachladen. Da hinten ist irgendwo noch einer. Traue mich halt auch nicht, hier bei dem Feuerwerk dahinter in Deckung zu gehen. Ja, wo denn? Jetzt geschafft? Nee. Wir müssen ein bisschen dichter ran. Such dir eine bessere Position! Los!
Das war definitiv nicht die bessere Position. Hier unten ist dann noch einer. Wir brauchen ja nochmal eine andere Waffe. Jawohl, sowas zum Beispiel. Also, jetzt können wir den Medikit-Dingsbums hier jetzt nehmen. Ja, der ist uns egal. Macht uns hier die Tür auf. Das ist nett. Na komm, lauf doch nach vorne hier. Ja, das Laufen und so weiter, das ist alles so ein bisschen clunky. Trifft mich? Eieiei, das war natürlich jetzt nicht so gut. Vielleicht umlaufen müssen. Okay, das sieht noch ganz gut aus hier. Nur von der Gesundheit her ist das natürlich ziemlich erbärmlich im Moment. Und tschüss. Wo geht ihr denn jetzt ganz hin? Hä? Okay, wir müssen wieder auf die Pistole gehen. Dass das jetzt aber funktioniert hat eben, ne? Das war auch mehr Glück als Verstand. Zum Glück kann er hinter dem Tisch in Deckung gehen. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel. Da kommt das Boot. Nein. Hier kurz warten. Oh, knapper geht's noch nicht mehr hier, ne? Muss warten jetzt, bis ich ein bisschen Gesundheit wieder kriege. Zum Glück gibt's ein bisschen Gesundheit. Wir sind schließlich nicht bei Mafia im Original. Und... auf geht's. Weg hier. Ach, aber schönes Feuerwerk. Immerhin, ne? Kapitel abgeschlossen. Happy Birthday! Ach, schön. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.